In der Duisburger Innenstadt bieten nicht nur Einkaufszentren wie das Citypalais oder das Forum Einkaufsmöglichkeiten. Auch die beiden Kaufhausketten Kaufhof und Karstadt locken die Kunden in die Stadt. Damit das auch so bleibt, haben sich die Kaufhäuser dazu entschlossen, sich zusammenzuschließen und ein Gemeinschaftsunternehmen zu bilden. Dazu sollen Standorte geschlossen werden, an denen sowohl Karstadt als auch Kaufhof sitzen. Beide Ketten möchten damit Kosten sparen. Die Fusion hat eindeutig Gründe damit, dass der Marktanteil der Warenhäuser in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen ist. Früher haben wir 5 Warenhauskonzerne gehabt, heute sind es noch 2, wahrscheinlich in Zukunft nur noch einer. Die Verhandlungen zwischen Kaufhof und Karstadt laufen. Bislang lässt sich nur spekulieren, inwieweit sich die Fusion auf die Standorte in Duisburg und damit auf die gesamte Innenstadt auswirkt. Es stellt sich nicht die Frage für uns, ob hier ein Haus in Duisburg geschlossen wird. Sicherlich wird ein Arbeitsplatzabbau bei den Zentralen da sein, aber davon ist Duisburg nicht betroffen. Der finanzielle Druck zwingt die Unternehmen, ein Sechstel der Warenhäuser zu schließen. Mit insgesamt 81 Filialen ist Karstadt vertreten. Kaufhof hat 96 Filialen in Deutschland. Für die roten Zahlen gibt es mehrere Gründe. Einerseits an Onlinehandel, andererseits auch stärker werdende Fachmärkte, sodass Sortimente und die Konkurrenz zu den anderen Betriebstypen im Handel deutlich größer geworden ist. Karstadt und Kaufhof waren in der Vergangenheit Konkurrenten. Nun müssen beide Kaufhausketten an einem Strang ziehen. Bis die Verhandlungen vorbei sind, heißt es also abwarten.